Seid gesegnet. Einmal beten. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Das wag ich nicht. Nö. Ja, ist gut. Gut. Nichts lieber als das. Ja, mein Herr. Quick, ich safe. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Ja! Das Gebäude ist aus. Ihr könnt hier ein bisschen hacken. Ja, ja. Gruppe 7 generell kommt hier rüber und helft da aus. Bauplatz schaffen. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Da haben Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Okay, hier können wir die Wohnhäuser deponieren. Ihr habt eine neue Technik. Denn jeder dieser Schmieden wird eins brauchen. Die Bauernhöfe werden ein bisschen komplexer, aber die kriegen wir schon untergebracht. Natürlich. Ah. Jupp. Seid gesegnet. Sehr gut, sehr gut. Euer Dorf steht unter Beschuss. Hier können wir noch vier weitere Märkte zwischenklemmen. Hier ist auch noch Platz für Echo. Hier können wir noch alles Mögliche bauen, jetzt wo der Kollege da hinten beschäftigt ist. Ja! Ich bin fertig hier. Und da kommen sie schon wieder. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wie wär's, wenn ihr hier ein bisschen weiter baut? Die Kanone wird schon wieder überleben. Es beginnt zu regnen. Allmählich wird sie Kanone frech. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, ausbauen. Du wirst übrigens entlassen. Schnee bedeckt die Landschaft. Es ist Zahltag. So, ihr könnt hier rüberkommen. Hey. Übrigens, Holz hat. Natürlich. Ja. Euer Dorf wird angegriffen. Natürlich. So, die warten einfach darauf, dass die Belagerungskanone irgendwie wieder rübergeschissen kommt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Da ist sie. Ja, Herr. Ganz genau auf Stichwort. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ausbau fertig. Ja! Der Feind attackiert. Ihr seid aber lässt schützen. Ihr habt die Reichweite. Hört auf mich anzulügen. Sofort. Danke. Sofort. Wie ihr befehlt. In Ordnung. So, und repariert. Kein Problem. Gruppe 9. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. So. Setzt zwei davon nach hier hin und baut die Schmieden allesamt aus. Geschafft. Sehr gut. Euer Dorf steht unter Beschuss. Ja, ist gut. Handel bestätigt. Fertig, Meister. Nichts lieber als das. Der Handel ist beschlossen. Es ist Zahltag. So. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester.
Ich hab getan, was ihr wollt. Ihr könnt noch Lehm hacken. Ein Handel wurde abgeschlossen. Das Gebäude ist ausgebaut. Ein Handel wurde abgeschlossen. Abgemacht. Ein Handel wurde abgeschlossen. Abgemacht. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wer weiß, was hier forschen, fahr alles durch. Ich krieg das schon hin. Haben wir die vier Plätze hier noch in der Nähe? Nein, gerade nicht so. So. Setz doch hier hinten einen weiteren Bauernhof hin. Aber gern. Kein Problem. Und der hier kann dann gleich direkt zur Feinschmiede aufgewertet werden. Wir können eigentlich alle drei gleich zur Feinschmiede aufwerten. Aus purem Flex. Sind die Handel alle durch? Ja. Ausbau abgeschlossen. Wir müssen jetzt viel mehr Holz einkaufen. Wenn wir nicht mindestens 1000 Steine verscherbeln, geht das nicht vernünftig auf. Wir gehen auf 15.000. Denn ich habe das Gefühl, die Menge, die man verkauft, zählt ganz genauso sehr, zählt im gewissen Maße eine ähnliche Rolle wie das, was die Masse an Handeln, die man gleichzeitig durchführt. Das habe ich nicht gehört. Geschafft. Forschung abgeschlossen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden bezahlt. Hoch, 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 hoch. Ja, die ganze Zeit auf die Minimap, ob da hinten irgendwas Böses passiert. Aktuell tut es das nicht, das ist gut. So, wir wollen einfach riesige Baumaterialreserven anlegen. Aber dann müssen wir unsere Handel gleich umstellen. Einfach riesige Massen Eisen einhandeln. Feinde greifen eure Häuser an. Es geht los. Kriegen wir Zeit nicht hin. Freischwimmer. Es regnet. ...15.000 Holz, komm her. Bella. Hoch da. Winter. Es schneit. Die Reserven werden wir jetzt nicht zwangsläufig sofort brauchen, aber später werden die bestimmt nützlich sein. Also man wird Vorarbeit leisten für das, was später kommt. Denn wir müssen überdenken. Wir haben natürlich vor, den Extended-Teil von Schlacht um Evolos zu machen. Das heißt, das wird böse. Sehr böse, sehr schmerzhaft, sehr unglücklich. Und es wird uns unglücklich machen. Wir sehen jetzt schon, dass die feindlichen Armeen schneller antanzen, als wir uns erholen können von dem, was sie uns angetan haben. Zum guten Teil, weil unsere Wirtschaft noch nicht ansatzweise stand und wir keine wirklichen Ressourcenreserven hatten. Aber ich gehe davon aus, dass der Extended-Teil ungefähr so anfordernd sein wird, dass die Truppen oder das, was auch immer da ankommen wird, so dermaßen wütend und so dermaßen schnell ankommt, dass wir uns nicht von den Schäden erholen können, obwohl wir riesige Ressourcenreserven aufgebaut haben. Deswegen stellen wir so große Reserven an wie möglich, damit das ein möglichst geringes Problem werden wird und wir uns damit befassen können. Wir sehen nämlich das hier, dieser Kasten hier, das wird der Extended-Teil sein, durch den wir uns wohl durchprügeln müssen. Ausbau vollbracht. Seht nur, und von dem, was mir vorgewarnt wurde, wird das nicht angenehm. Nein. Ausbau vollbracht. Es schneit. Gruppe 7. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt.
Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Und dann haben wir den Allen übers Ohr gehauen. Und der... Dachchef. Und dann... So, beten. Ach, hier. Er zieht uns das letzte Hemd aus. Ausbau. Lassen wir uns nicht lange gefallen. Nee. Nö. Nichts lieber als das. Ja. So, wie ich gerade sagen wollte, mit den vier Märkten, die wir uns hier noch extra hinzuziehen, kommen wir auf 12 Marktplätze, die wir benutzen können, um uns mit Eisen und Talern einzudecken. Benötigen natürlich aber noch ein bisschen Schwefel. Und an den kommen wir auch noch ran. Das ist... Da mache ich mir keine zu große Sorge drum. Zahltag! Ja! Ja! Wenn wir hier so 3 Alchemisten noch drum herum stellen, werden wir den Schwefel schon ertrinken. Das Gebäude ist ausgebaut. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. Ich bin da recht zuversichtlich. Apropos Zuversicht. Ist in Ordnung. Ah, da kommt schon die nächste Welle. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Es regnet. Ja, das hat nicht gut geklappt. Das hat gar nicht so gut geklappt, wie es sollte. Wenn die Kanonen hier über diesen Weg kommen, ist das immer lästig. Ausbau abgeschlossen. Ich reparier mal ein bisschen gegen. Weißröckchen. Feinde greifen eure Häuser an. Gut. Beten. Eure Siedler werden gesegnet. Wie ihr wünscht. Ja, mein Herr. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Ich gebe mein Bestes, wenn Gott es so will. Wir können also bald in die Offensive übergehen. Ja, mein Herr. Stück für Stück. Ja, gern. Ja, gern. Wie ihr wünscht. Ja, das, was ich befürchtet hatte, was passieren würde. Jawohl. Jawohl. Aber das, wofür wir euch hier haben. Steht unter Beschuss. Wie ihr befehlt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So soll es sein. Attacke. Das kann ich. Ja. Jawohl. Hört auf mich zu verscheißen. Ihr könnt von hier aus schießen. Ehre. Nur Mut. Wir werden siegen. Der einzige Grund, weswegen ihr das nicht tut, ist aus purer Gehässigkeit mir gegenüber. Angriff. In Ordnung. Wir erledigen das. Ich glaube ja. Doch 9 geht das reparieren. Das ist peinlich. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Eure Siedler werden gesegnet. Sofort. So, komm hier rüber. Feinde greifen eure Häuser an. Wie sehr sehne ich mich nach ein paar Kundschaftern, die das ganze Problem einfach für uns komplett aus der Welt schaffen können. So, die Minen machen wir einfach komplett groß. Die Steuern sind unter. Es stand in der Webbeschreibung, die Minen sind unendlich. Testen wir es aus. So. Fertig. Na gut. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Fertig? Ach so, hier, du hast es zu Ende repariert. Okay, das ist in Ordnung. Ja. Das Gebäude. Wie geht's den Märkten hier? Denen geht das nicht schlecht. Arbeiter bezahlen ihre Steuern.
Das Gebäude ist nun ausgebaut. Dieser Punkt ist, dass du nicht so, nicht so gut befestigt. In eurem Reich. Na gut, im besten Fall muss das gar nicht werden. Dorf wird angegriffen. Das Gebäude. Aber wir können hier nicht wirklich eure Bauernhöfe produzieren. Bauernhof und Wurzeln ersetzen. Hier kann man einen Bauernhof setzen. Ja. Hier lassen wir frei für Türme. Das Gebäude ist ausgebaut. Hier kommt ein Bauernhof hin. Wir müssen 4 Stück setzen, um die Märkte alle zu versorgen. Und hier kommt ein Bauernhof hin. Fertig, wird erledigt. Ist in Ordnung. Wenn's denn sein 3 Wohnhäuser muss. Werden ausreichen. Wenn wir die hier nämlich noch ein bisschen ausbauen, geht das alles auf. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Eure Priester. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Fertig. Einer hungert. Das müsste dementsprechend gleich alles aufgeben. Die Handel kommen rein. Das ist, was ich sehen will. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Gut. Dann können wir gleich mit 12 Marktplätzen Taler und Eisen verhandeln. Euer Dorf steht. Und das wird dann gut werden. Handel bestätigt. Es bedeutet nämlich, dass es schneller gehen wird. Fertig. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Der Tag der Abrechnung. Das Land wird natürlich komplett weggerodet. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Okay, ich wollte schon sagen. Ausbau vollbracht. Oh, die beiden müssen ausgebaut werden. Hand drauf. Ausbau vollbracht. Sie sind wieder hier. Der Handel ist beschlossen. Euer Dorf steht unter Beschuss. Es regnet. Diesmal haben wir sie alle erwischt. Das Gebäude ist. Diesmal nicht. Abschaum. Wir können hier können wir halt wirklich ewig warten, bis die Leute hier drin stehen. Das macht kein Problem. Ausbau abgeschlossen. Es schneit. Gut. Dann müssen wir gleich all unser Geld in Eisen investieren. Ja, die Schmieden beschaffen uns gerade nicht schlecht Eisen. Aber die Echo wird nicht mithalten mit dem, was wir brauchen. Wenn's denn sein. Oh, nein, du bleibst da stehen, wo du bist. Abgemacht. Ehe du erschossen wirst. Ja. Wird erledigt, aber gern abgemacht. So. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag. Die Alchemisten müssen wir irgendwo noch reinzwängen. Das ist Ausbeutung. Das, was sicher ist, sicher. Mit eurem Rumgeschubse. Aber gern. Ja, ist gut. Ja. Baut mal 2 kleine Turmcluster von den 3 Türmen hin, die sehr dicht beieinander sind. Einfach nur, damit nichts auf die dämliche Idee kommt, hier außen rum zu gehen. Wir müssen sämtliche Aufstiege irgendwie befestigt wissen. Jupp. Weil es gefährlich ist, wenn sie es nicht sind. Der Feind attackiert eure Siedlung. Das ist von mir aus vollkommen okay. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ah, die Dinger setzen sich immer auf 5000 zurück. Werden dadurch nicht leer gehen. Wir haben immer mindestens 5000 drin. Natürlich.
Das ist gut. Wenn's denn sein muss. Das ist Gruppe 9 hier, nicht wahr? Ja. Mal einen anderen belästigen mit eurem Gruppe 9. In Bezug auf eine kommende Schwefel-Echo. Wie wär's mit... Können die hier oben hinsetzen? Würden uns das Lager sparen. Aber wir wollen hier oben nicht noch mehr Geschichten reindrücken. Dementsprechend kommt das Lager nach hier hin. Und wir setzen uns dann 3 Chemisten dahin. Und dann haben wir nötige Schwefel-Echo stehen. Wir genau die richtigen. Ist in Ordnung. Ja. Dann müssen wir hier unten das Gebiet freiräumen. 2 Schießplätze deponieren. Einen Stall, würde ich sagen. Und nicht zu vergessen, mindestens 3 Kanonengießer. Vielleicht 6. Einfach für maximale Überziehungsmöglichkeiten. Ausbau vollbracht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wenn's denn sein muss. Sie kommen. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Da ist auch der Supertech-Typ. Alles weg. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene. Knapp, die hätten beinahe schießen können. Oh, die konnten sogar schießen. Natürlich. Die haben sogar geschossen. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn der gefährliche Typ hier lang geht. Dann müssen wir nämlich hier länger warten. Es schneit. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. So, kein Markt ist mehr am Arbeiten. Wie viel würde jetzt... Der Steinhandel wäre immer noch ziemlich teuer. Nicht mehr so teuer wie vorher. Wir haben den Preis natürlich ein bisschen gedrückt. Fertig. Aber immer noch teuer. Ausbau abgeschlossen. In Ordnung. Wir verfügen über 94.000 Tacken. Nö. Wir müssen hier noch ein weiterer Turm hin. Wenn's denn sein muss. Diese 94.000 müssen wir vernünftig einsetzen. Dafür sind wir genau die richtigen. Wenn's denn sein muss. Wir haben 12 Märkte. Theoretisch wäre 96.000 ganz genau richtig, um alles zu verhandeln. Hier gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Seid gesegnet. Und das haben wir jetzt. Das heißt, wir verhandeln 96.000. Das sind 8.000 Taler pro Marktplatz, die wir verkaufen können. Der Feind attackiert eure Siedlung. 7.250. Alles klar. So, schnell hoch, bevor der nächste Zahltag plötzlich durch ist. Zack, 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 zack. Das wäre natürlich einfacher, wenn die Märkte alle in einer Position wären. Aber das ist ein Luxus, den wir aktuell nicht haben. Weil wir den Bauplatz nutzen mussten, wie wir ihn freigeschaltet haben. Dass der eine Marktplatz natürlich hier steht, ist ein bisschen tragisch, aber wir müssen bedenken, dieser eine Marktplatz hier, den wir von Anfang an hatten, der war ein purer Segen für uns bisher. Aber gern. Der hat uns nämlich so viel ermöglicht, was normalerweise nicht drin gewesen wäre. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Danke, Spiel. Gebt acht, euer Dorf wird... Dass du das vor allem nicht vorher sagst. Das Wetter schwingt einfach sofort um. Alle Rohstoffe sind weg. Dieser elendige, spontane Mikrowinter oder Sommer.
So. Natürlich. Sind da. Ausbau abgeschlossen. Ihr solltet die Wäsche ins... Ich habe keinen Supertech-Typen gesehen. Regnet. So, wie ich gerade sagen wollte, hier. Empfangen den Segen durch die Priester. Schnee. Gott, die Feinde haben mir plötzlich einfach angescheißert. Das kann ich. Das Eisenkanonenmotor, ja. Ja, ist gut. So, alle Märkte. Ausbau voll. Alle Märkte laufen, okay. Da ist der Supertech-Typ. Er säuft ihn sofort. Feinde greifen eure Häuser an. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Es beginnt zu regnen. Quicksave. Das war eine peinliche Situation. Ist in Ordnung. Ah. Schnee bedeckt die Landschaft. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau vollbracht. Euer Dorf wird angegriffen. Fertig. Das ist Wucher. Die beiden Stollen müssen natürlich zu Bergwerken werden. Denn Lehm möchten nicht handeln müssen. So, Gruppe 9. Kommt ja nicht auf die rüber. Baut unsere Schwefel-Echo. Wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Die Leibeigenen müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr aufs Eis stellen. Ich weiß das. Allerdings haben wir auch den guten Nutzen, die feindliche Armee ein bisschen zusammenzuziehen und zu verzögern. Und das ist ein Nutzen, der nicht zu unterschätzen ist. Ich werde es jetzt auch wagen an diesem Punkt und hier oben einen Aussichtsturm hinsetzen. Oder drei. Zuerst mal kommt einen nach hier hin. Ja, ja. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja. So, fang aber da oben an. Wir brauchen die Sichtweite. Ausbau vollbracht. So, wir wollten planen. Zwei Alchemisten nach... Ausbau fertig. So. Gut, wir wollten eigentlich drei Alchemisten setzen. Das geht dann hier doch ganz gut auf. Gut. Ausbau. Jeder davon benötigt seinen eigenen Bauernhof. Hier kann ich jetzt Feierabend machen. Aber jeder davon benötigt ein Wohnhaus. Euer Dorf wird angegriffen. Ja. Ja. Okay, das geht hier alles perfekt auf. Wenn's denn sein muss. So. Es ist Zeit, eure Arbeiter einmal beten. Den Segen durch die Priester. Euch bewegen wir mal nach hier rüber. Das Gebäude ist nun aufgebaut. Weil erstmal nach hier dafür rüber. Sind wir genau. Geht einfach richtig so hier hin. Damit ihr nicht übers elendige Eis rennt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? So. Der ganze Küstenabschnitt wird erstmal gesichert. Das Gebäude ist ausgebaut. Fertig. Ausbau fertig. Damit kommt dann unser Schwefel vernünftig rein. Ah, ja, da sind sie. Ausbau.
Ausbau abgeschlossen. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Lassen wir sie ein bisschen weiter latschen. Fertig. Ungefähr bis jetzt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Es regnet. Ja! Direkt ausbauen. Ausbau fertig.